Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Frohes Neues erstmal an euch alle. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und seid auch alle gesund. Der Bitcoin-Preis sieht hier sehr gut aus im Moment. Wir sind über die 29.000 US-Dollar gekommen, zwischenzeitlich auf knapp 29.700. Also ganz knapp unter dieser 30.000 US-Dollar-Marke, die ich euch ja schon letzte Woche nahegelegt hatte als psychologischen Widerstand. Wir werden uns natürlich den Bitcoin-Chart gleich näher anschauen. Gleichzeitig habe ich auch sehr interessante News für euch. Wieder eine sehr große Investition für Bitcoin und auch einige sehr interessante On-Chain-Daten, die wir uns gleich anschauen werden. Falls dir das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, das hilft wirklich sehr. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Video. Fangen wir wie immer mit unserer Marktübersicht an. Die Marktkapitalisierung liegt heute bei 790 Milliarden US-Dollar, 4% nochmal gestiegen, und die Bitcoin-Dominanz bei 69,4%, also knapp unter der 70%-Marke, die wir auch schon kurzzeitig überschritten hatten. Bitcoin mit 4,5% wieder im Plus, über 29.400 Dollar. Und die Altcoins natürlich auch im grünen Bereich, aber die meisten werden eigentlich von Bitcoin outperformed. Ripple konnte ein bisschen wieder Boden gut machen. Wir waren ja auf zwischenzeitlich, glaube ich, 17 Cent, und Ripple war ja auf Platz 5 runtergerutscht und Litecoin ist dann hochgerutscht dementsprechend. Aber das hat sich jetzt hier wieder ein bisschen geändert. Der Ripple hat wieder die 10 Milliarden Marktkapitalisierung wieder zurück erklommen. Aber ansonsten der Markt natürlich ziemlich grün unterwegs. Die Bitcoin-Dominanz ein bisschen gestiegen, weil der Bitcoin die breite Masse an Altcoins aktuell halt outperformt, außer einige wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Chainlink auch mit 8,2% im Plus. Bevor wir in den aktuellen Content einsteigen, können wir nochmal 2020 einmal kurz Revue passieren lassen. Messari hat hier eine sehr interessante Grafik geteilt hier auf Twitter, die verschiedene Anlageklassen hinsichtlich des Marktvalues hier vergleicht. Ganz klar vorne ist Bitcoin mit 318% Gewinn an Marktvalue, Gold dahinter auf Platz 2 mit 28%, so Sachen wie Cash, Equities, Total Debt natürlich 15-16%, was sehr interessant ist. WTI, Öl ist ja sehr stark gesunken, 22%, war ja zwischenzeitlich vor allem im März oder April war das, glaube ich, um den auf Negativbereiche gefallen, und der US-Dollar-Index ist auch mit minus 7% im Minus, also der Dollar verliert hier an Wert oder hat verloren an Wert in 2020. Würde zum Beispiel Bitcoin hier nur 7% zugelegt haben und der US-Dollar im Endeffekt 7% verloren haben, dann wird sich das sozusagen ausgleichen. Aber in diesem Fall haben wir natürlich den ganzen Markt oder die ganzen Anlageklassen, die es eigentlich so gibt, outperformt mit dem Bitcoin, und da nochmal Glückwunsch an jeden, der Bitcoin hält und auch gehalten hat über das ganze Jahr hinweg. Es war nicht so einfach, wie es im Endeffekt hier in dieser Grafik aussieht. Wir haben auch sehr starke Abstürze gesehen, wie im März, bis auf unter 4.000 US-Dollar, und Respekt an die und Glückwunsch an die, die da die Nerven beibehalten haben und auch weiter gehodelt haben und dann damit auch ihre Profite dann mitnehmen konnten. Dann kommen wir zu einem Thema, über das ich schon letzte Woche gesprochen hatte, und zwar geht es um Skybridge Capital. Anthony Scaramucci's Skybridge Capital, eine Investmentfirma mit Sitz in New York, hat ja bekundet, dass sie auch Interesse haben, in Bitcoin zu investieren. Und jetzt geht hervor, dass sie 182 Millionen in Bitcoin reingesteckt haben. Darüber hinaus haben sie auch noch im Dezember in einen neuen Bitcoin Investment Fund investiert, der Dezember erst gelauncht wurde. Also sie haben zu einem sehr hohen Preis an anscheinend auch gekauft, vergleichsweise, also sie haben auch über 20.000, 25.000 US-Dollar dann bezahlt, in dem Fall auch nochmal 25 Millionen da reingelegt, und da sehen wir auch nochmal dieses institutionelle Interesse, die Investmentfunds, Grayscale stockt weiterhin auf, da haben wir auch wieder sehr interessante Meldungen gesehen in den letzten Tagen, also das institutionelle Interesse, das habe ich ja auch vor ein paar Wochen immer in Frage gestellt und mich vor allem in den Videos auch immer wieder gefragt, wie wird es denn mit der Nachfrage bei den Institutionellen aussehen, wenn wir neue Allzeithochs erreichen, wenn wir auf so hohen Niveaus sind, werden die dann noch weiter investieren oder werden sie sich sagen, okay, das ist mir jetzt zu heiß, ist mir zu teuer, ist mir zu überkauft, aber anscheinend nicht, es geht weiter hier und es wird weiterhin munter hier investiert. Dann kommen wir zu einem Punkt, der 2020 nicht wirklich oft aufgegriffen wurde, auch nicht mehr oft drüber gesprochen wurde, und zwar geht es um einen Bitcoin-ETF. In den Jahren davor, bis 2019, würde ich sagen, war die Hoffnung immer sehr groß und es wurde wirklich auch sehr viel darüber gesprochen, was das für einen positiven Effekt hätte, wenn ein Bitcoin-ETF kommt, was auch wirklich mit Bitcoin gebackt ist.
Aber es wurde jedes Mal abgelehnt, vor allem von der SEC. Van Eck wurde auch immer wieder abgelehnt. Aber sie haben jetzt hier ein neues ETF-Proposal an die SEC weitergeleitet, also einen neuen Antrag gestellt, mit der Hoffnung, dass der ja Chairman Jay Clayton abgelöst wird, neuer Chairman für die SEC kommt und da vielleicht ein neuer Impuls gibt. Van Eck ist auch das Investmentunternehmen, das an der deutschen Börse den Bitcoin ETN eingeführt hat. Ihr werdet euch erinnern, darüber habe ich auch vor einer sehr langen Zeit drüber gesprochen. Es wurde ja jetzt 2020 dann eingeführt an der Börse Xetra in Deutschland. Das wurde genehmigt und jetzt gehen sie halt davon aus, beziehungsweise haben die jetzt nochmal die Hoffnung, dass ein Bitcoin ETF kommen kann, dadurch, dass ein neuer Chairman dann an der SEC-Spitze sitzt. Es wäre auf jeden Fall positiv. Hier wird auch drüber gesprochen. Also das ist hier der Antrag, den wir hier gesehen haben. Und es wurde aber auch gesprochen darüber, dass ja dieser ETF dann auch wirklich Bitcoin gebackt sein muss. Das heißt, wenn jemand in diesen Bitcoin ETF investiert, muss auf der anderen Stelle dann auch wirklich reale physische Bitcoins gekauft werden. Und das wäre natürlich sehr, sehr positiv für den Bitcoin. Eine neue Nachfrage, ja, ein neuer Nachfragegate würde da geöffnet werden. Und dadurch könnte dann sozusagen auch eine komplett andere Zielgruppe erreicht werden, die dann vielleicht erstmal nur über klassische Sachen investiert haben, aber dann über einen Bitcoin ETF auch ganz einfach dann in Bitcoin investieren können. Bevor wir zum Chart kommen, hier zum Abschluss bei den fundamentalen News. Haben wir in den letzten Tagen oder heute vor allem auch gesehen, dass verschiedene Medien darüber berichten, wie viel Dollar die Bitcoin-Miner aktuell pro Stunde bekommen. Natürlich 6,25 Bitcoin alle 10 Minuten mal 6 und dann mal den Bitcoin-Preis, da kommen wir über 1 Million US-Dollar und das hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und das ist natürlich auch sehr interessant, dass diese Mainstream-Medien aktuell das aufnehmen. Das macht das Ganze natürlich auch dann für die breite Masse interessanter. Die werden sich dann fragen, wie kann man denn in einer Stunde 1 Million Dollar verdienen? Und vielleicht informieren die sich dann über das Mining bei Bitcoin zum Beispiel. Wir sehen auf jeden Fall auch, dass natürlich durch die ja steigenden Kurse, dass die Hashrate hier wieder sehr gut steigt. Wir sind natürlich nicht hier beim Allzeithoch, den wir im Oktober hatten, aber nach diesem saisonalen ja, Down hier, durch die saisonalen Witterungsbedingungen in China, wurden die Geräte wieder jetzt eingeschaltet in der breiten Masse und wir gehen hier natürlich langfristig auch wieder hoch. Das ist auf jeden Fall auch sehr positiv, fundamental gesehen für den Bitcoin, für das Netzwerk. Das Netzwerk an sich wird immer sicherer. Wir sind zwar nicht an einem Allzeithoch, aber natürlich bei so hohen Preisen ist das auch klar, dass dann immer mehr Geräte eingeschaltet werden, da es halt auch rentabler wird. Falls du auch traden möchtest, kann ich dir auf jeden Fall Bybit empfehlen. Dort gibt es aktuell einen 100 $ Bonus im Reward Hub. Dafür einfach hier den Link in der Videobeschreibung klicken und kommt auch gerne in die Community-Kanäle hier auf Telegram. Dort machen wir auch Umfragen, tauschen wir uns aus. Kommt gerne dazu, alles kostenlos hier einfach reinkommen. Kommen wir zum Bitcoin-Chart. Aktuell sind wir bei 29.400 Dollar knapp. Im letzten Video haben wir uns noch in diesem abfallenden Dreieck hier befunden und dort sind wir nach oben ausgebrochen. Bei abfallenden Dreiecken generell kann man ja sagen, zwei Drittel Wahrscheinlichkeit zu ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass man nach unten ausbricht, aber ich habe euch im letzten Video auch noch gesagt, wir befinden uns in einem sehr starken Aufwärtstrend und das ist hier so eine Bullenflagge und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher als in einem klassischen abfallenden Dreieck und so ist es auch im Endeffekt dann gekommen. Wir haben verschiedene Trendlinien dann durchbrochen. Das Hoch, was wir hatten, haben wir einmal kurz überboten. Das passiert ja immer öfter, das erzähle ich euch ja auch immer öfter, dass wir sowas dann sehen, dass wir hier diesen Widerstand, das alte Hoch, das lag hier bei 28.500, 450, wir kommen hier drüber. Es wird hier Liquidität erzeugt, die ganzen Orders werden ausgelöst und dann geht es hier nochmal runter, dann werden nochmal Orders ausgelöst, Liquidität entsteht und die großen Whales, die großen Trader können dann sozusagen ihre Orders füllen. Und danach sind wir dann hochgegangen, haben das Ganze auch nochmal nach unten getestet und jetzt das neue Hoch ist bei 29.000, ja knapp 700 Dollar. Und wie ich euch schon im letzten oder in den letzten Videos immer wieder gesagt habe, die nächste psychologisch wichtige Marke ist einfach die 30.000 US. Dollar Marke. Wenn wir die dann durchbrechen, ist dann natürlich dann die Reise nach oben weiterhin offen, aber für mich aktuell die 30.000 US-Dollar Marke wird sehr interessant, ob wir die beim ersten Mal durchbrechen und falls wir die durchbrechen, ob dann ein starker Abverkauf kommt oder ob wir das halt bestätigen können. Wichtig anzumerken ist, bei aller Euphorie, bei aller Positivität, die wir natürlich aktuell auch haben durch die Kursentwicklung der vergangenen Wochen und Monate,
Aber mit ja, voranschreitender Zeit und je stärker dieser Aufwärtstrend hochgeht, schauen wir uns einfach mal hierzu den Monatschart zum Beispiel an, dann werden wir sehen, dass wir sehr parabolisch aktuell unterwegs sind. Und je länger sich das hier anhält, desto wahrscheinlicher wird auch eine stärkere Korrektur. Im Wochenchart können wir uns auch nochmal anschauen, das machen wir auch immer wieder öfter, den 21er EMA uns anschauen. Der hat hier im 2017er Bullenmarkt, ich zeige euch das in einem anderen Chart hier bei Bitstamp zum Beispiel, seht ihr zum Beispiel, dass wir den 21er EMA immer wieder getestet haben. Und wenn wir hier nochmal reinzoomen, sehen wir aktuell, dass der EMA bei ja, 17.000 US-Dollar liegt. Im Endeffekt kann es keiner ausschließen. Das ist im Endeffekt auch Bitcoin. Die Volatilität ist sehr hoch und das Risiko ist auch sehr hoch, dass eine Korrektur kommt. Wann die kommt, wie hoch wir bis dahin gehen, kann im Endeffekt keiner beantworten. Das ist wirklich sehr schwierig, weil wir uns immer noch in Bereichen befinden, wo wir halt noch nie getradet haben und deswegen ist es schwierig, das einzuschätzen. Solange diese fundamentalen Sachen, die ich euch hier am Anfang oder dem ersten Teil des Videos nahegebracht habe, solange die immer noch weiterhin positiv bleiben, solange die Nachfrage von den Institutionellen weiter steigt, solange ist auch dann natürlich der Aufwärtstrend weiterhin möglich und auch dann auch gerechtfertigt, weil im Endeffekt eine Liquiditätskrise entsteht. Es gibt immer weniger Bitcoin auf den Exchanges. Das haben wir auch schon sehr oft besprochen. Also wenig Angebot auf dem Markt und das Interesse, die Nachfrage steigt und das ist im Endeffekt, was der Preis abbildet, Angebot und Nachfrage. Und wenn diese fundamentalen Daten immer noch so weiter stimmen, die Nachfrage so weiter stimmt, dann wird sich das wahrscheinlich auch weiter fortführen. Aber eine Korrektur ist natürlich immer wahrscheinlicher mit voranschreitender Zeit. Das möchte ich euch nur noch mal kurz sagen. So, auch wenn der Chart sehr schön aussieht, auch wenn die Stimmung sehr gut ist, seid bitte nicht überrascht, wenn eine große Korrektur kommt, weil das wird dann die Leute dann vom Markt spülen, die Weak Hands, also die schwachen Hände aus dem Markt spülen, die dann nicht mehr so sicher sind, die vielleicht bei 27.000 US-Dollar gekauft haben erst, aber dann irgendwie noch gar nicht sich informiert haben, was überhaupt Bitcoin ist, dann fällt der vielleicht mal auf 23.000 US-Dollar und dann kriegen sie Angst, verkaufen und das sollte euch am besten nicht passieren. Seid immer gut aufgestellt, auch zum Nachkaufen immer gut aufgestellt und vor allem auch mit den fundamentalen Daten vertraut. Deswegen mache ich das ja auch immer zweigeteilt, einmal fundamental, einmal charttechnisch, dass ihr beide Perspektiven einmal seht, weil im Endeffekt beides einen Einfluss auf den Preis hat. Ja, das war der Content für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dich jetzt hier auf den neuesten Stand bringen. Falls ja, falls dir es weiterhelfen kann, kannst du auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniere auch gerne den Kanal. Und in der Telegram-Gruppe können wir uns noch besser austauschen. Komm auch gerne dort rein. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ciao.